Also ich sehe dann ja, was für Spiele kommen und hoffe natürlich, dass ich da nicht ganz so abbuße. Und dich fertig mache. Ganz wichtig. Ich war allerdings bereits bei der Game Perte als Co-Moderatorin dabei, habe also schon ein kleines bisschen Erfahrung sammeln können. Fehler sind da, um gemacht zu werden und daraus zu lernen. Ja, in der letzten Staffel lief ja im Prinzip alles kunterbunt. In dieser Staffel, kann ich nur sagen, hat sich hier einiges geändert. Im Grunde bin ich hier jetzt in dieser Runde der ruhige Pol gewesen, sozusagen das Gegenstück zu Spyro. Oh, DJ Kerr, die macht sich hier im Hause. Ja, schon lange hatte ich mir mal gewünscht, mich gegen John quasi zu duellieren. Ich freue mich sehr, ihn mal richtig schön eine zu verpassen.